Ja, herzlich willkommen, Leute, bei einer neuen Folge von The Walking Dead. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ja, ich weiß, es hat ein wenig gedauert, bis es eine neue Folge gab, aber jetzt geht's weiter. Und jetzt geht's auch wieder regelmäßig weiter, täglich, mit einer neuen Folge von The Walking Dead. Und wir haben in der letzten Folge, wenn ich mich richtig erinnere, das Banditenlager, naja, wobei, war es wirklich ein Banditenlager? Wir sind uns da ja nicht so sicher gewesen. Auf jeden Fall haben wir diese Frau dann da entdeckt im Wald und die wurde dann erschossen von dem einen Bruder hier von der Farm. Und dann haben wir noch hier mit Lilly und Larry gesprochen in der letzten Folge und insgesamt kamen wir irgendwie zu dem Schluss, dass wir uns nicht so sicher sind, was hier eigentlich so abgeht. Und jetzt haben wir mit ihnen ja schon geredet, jetzt gehen wir mal hier in den Stall und schauen mal, was da so los ist. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass wir wieder dabei sind. Ich freue mich, dass es weitergeht. Es war alles nicht so einfach in letzter Zeit. Ihr wisst es ja, zeitlich. Und ich bin jetzt auch wieder am Studieren und so weiter. Ich halte mal eben den Mund. Wollen wir mal schauen, was hier jetzt passiert. Ja, nicht so viel anscheinend. Ich dachte, hier wird jetzt groß gesprochen. Okay, na doch. You can pet her. You can touch her. It's okay, go ahead. Eine Kuh. We'll see, Clementine. What's this thing? Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's gross. I don't know. Ja, hier ist der andere Bruder von dieser Farm, der Andy. Clementine. Und Doug und die Kuh. Ich frage mich, wo Kenny ist, ehrlich gesagt. Aber gut. Sprechen wir mal mit Clementine zuerst. How do you like that cow, Clem? She's pretty. Okay. Ach ja, wir haben ja übrigens diese Kappe im Wald gefunden, in diesem Zelt von der Frau. Und wir wussten überhaupt nicht, was das soll und woher diese Kappe, woher sie diese Kappe hat. Aber wir geben sie jetzt erstmal Clementine wieder. Here, Clementine. Ich bin auch gespannt, wie sich das Ganze klären wird. Woher kommt diese Kappe und... My hat! You found it! Ja. I knew you'd find it. You said you would. Ja, genau. Did you give your hat to anyone? No. Did you see any strangers around the motor inn who might have taken it? No. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee. Do you think you'll ever have kids? Der Gedanke ist mir lange nicht gekommen. I haven't thought about having kids in a long time. Well, thanks for finding my hat. Na, sehr gerne doch. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. So, mit Clementine haben wir gesprochen. Der Kuh geht sicher auch gut. Was sagt uns Doug? Have I missed anything? No, not really. It smells funny in here. Like manure. What's manure? Duty. Kids. Die ist aber streng, die Frau. So, hey, was sagt er denn? Hey, Andy. Yep. Wie geht's der Kuh? How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. Wann glaubst du, können wir essen? When do you think, we might eat? Hungry, huh? Don't worry. Mama's cooking up some good grub. Ja, das ist bestimmt was Positives für die Gruppe, endlich mal wieder vernünftig zu essen. Ich habe im Wald... Danny und ich haben im Wald eine Frau getroffen. Woman up in the woods. She seemed to know your brother. Yeah, he probably talks a little more than he ought to. Thanks. Yep. Warum hat er sich jetzt bedankt? Das war ein bisschen seltsam, aber gut. Mal gucken, was hier so abgeht. Ja, hier ist jetzt nicht so viel. Was ist so, wenn wir den anderen auch mal nachschauen? Vielleicht finden wir ja irgendwas. Da ist noch so ein komischer Leckstein, aber da sollen wir nicht dran lecken, hat Clementine uns ja gesagt. Das hätten wir sonst natürlich sofort ausprobiert. Was ist hier? Eine Tür? Hier scheinen irgendwelche Pakete zu sein. Auch nichts Interessantes. Was haben wir hier? You found it too, huh? Oh, Kenny. Lee, they're hiding something behind this door. Geheimnis?
They got boxes of stuff. Something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem? Ich werde sie um jeden Preis beschützen. I'll protect her no matter what. I know you will. Look, that guy with Katya. What's his name? Andy. He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. What? My point is, we gotta know for sure. So go find a hammer or something, and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smash the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. All right, Professor. What'd you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Entschloss. Hey, Lee. You know how to pick a lock, right? No. Why would you say that? Well, you're, you know, urban? Oh, you are not saying what I think you're saying. Jesus, man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. Ja. Ach so. Einfach Schlösser, Schrauben abdrehen, was? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly. Peek inside and then replace it all again like nothing ever happened. All right, sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Ich behalte den Typ mit der Kuh in der Auge, im Auge. Can I help you boys find something? Nein, alles gut, Kollege. Ich sehe mich nur ein bisschen um. Just checking out the barn here. Never been to a dairy farm before. Just don't roam around without me or Danny. Farm can be a dangerous place. War das eine Drogen, mein Kollege? Sorry about your friend. Wie geht's eigentlich unserem Kumpel? Frage ich mich, den haben wir gar nicht mehr gesehen, seitdem er da angeschossen wurde. Andrew, I need your help again. No problem, right away, Doc. So, jetzt hat er extra gesagt, wir sollen von der Tür weg. Das jetzt interessiert mich wirklich, was dahinter ist. Ich werde mal nach einem Schraubenzieher suchen. Lenke Andy ab, um ihn aus der... Ja, wir haben da noch gar nichts zum Drehen, oder? Ich glaube, wir müssen erstmal irgendwie einen Schraubendreher suchen, oder nicht? Ja, erstmal Tür zu. Affe tot. So, how does a woman like yourself run this whole place? Ah, geht da was? I couldn't do it without them. So, ein Schraubendreher, ich glaube. Hier vorne, oder? Oder da hinten. Ja, da hinten sieht's gut aus. Oder haben wir schon einen? Weil irgendwie stand da ja gerade die Aufgabe, wenn ich so ihn ablenken. Ich schau mal in den Werkzeugkasten. Einfach mal aus Neugier. Aber ich denke, wir brauchen einen Schraubendreher. Ist da einer? Multitool. Das würde auch reichen. Gut, dann schauen wir uns mal jetzt an, was da abgeht. Wir geben das wahrscheinlich erstmal Kenny. Und dann müssen wir den anderen Typen ablenken. Das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Keine Ahnung, wir erzählen ihm irgendwas und dann läuft das schon. So. Na, das war jetzt ein bisschen ein komischer Schnitt, aber egal. So, Kenny. Kann ich dir das geben? Ich habe ein Multitool gefunden. Das war alles? Achso, okay. Gut, dann locken wir den Typ jetzt irgendwie raus. Reden wir mal mit ihm. Hey there, Andy. Yeah. Danny mentioned he needed something. Did he say what? Shit, I can't remember now. Sorry. All right. Be right back, Doc. So, jetzt schrauben wir das Ding auf, oder wie? Okay, let's do this. Ich bin gespannt. False alarm. Hä? Okay. Hey there, Andy. Yeah. Alrighty then. Okay, wir müssen uns noch irgendwas Besseres ausdenken, glaube ich. Müssen wir mal raus. Können wir ihn noch ablenken? Äh.
Keine Ahnung. Was kann man hier noch so benutzen? Kann man hier irgendwas benutzen? Heuballen. Da hinten irgendwie vielleicht. Heuhaufen. Pavillon. Lilly. Ja gut, Lilly glaube ich nicht, oder? Irgendwas. Generator vielleicht? I'm glad Andy knows how to fix this if something goes wrong. I'm clueless about this stuff. Wir machen das Ding nicht einfach aus, oder? Jetzt machen wir das Ding noch kaputt wahrscheinlich hier, zack. Ja komm, dann nimm halt das scheiß Multitool-Ding. Wobei, ganz ehrlich, ne, jeder würde uns hier gerade bei beobachten irgendwie. Aber gut. So. Mach das Ding mal ab. There, that should do it. Fucking Danny, where'd he find this piece of shit? Oh, fucking thing threw a belt. Damn it, oh, son of a fuck. Take forever. So, jetzt können wir uns das Ganze nochmal genauer anschauen. Schwere Geburt, aber ich bin echt gespannt, was hinter diesem Tor, hinter dieser Tür ist. Wobei bei Kenny, ich glaube, Kenny ist auch so ein Typ, der reagiert oft mal über und übertreibt auch mal irgendwie ein bisschen. Aber Vorsicht kann man, oder vorsichtig sein kann man derzeit, glaube ich, nicht genug bei dieser Zombie-Plage. Da sollte man schon immer checken, wo was abgeht. Und außerdem hatten wir selbst gesagt, irgendwas ist hier faul. So, dann schauen wir mal, was hier hinter ist. Komm, Lee, schraub den... Was geht jetzt ab? Mom, Dad, dinner time! It's dinner time! Dinner. Okay, honey, let's get that. Dad, Dad, come on, let's eat! Essen! Come along, Kenny, come on, don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Wie, jetzt? Wie alleine, oder was? Was soll denn das? Das finde ich jetzt uncool. Das ist doch voll auffällig, wenn wir alleine nicht da sind. So, komm, dann schraub den Mist ab. Eins. Zwei. Drei. Jetzt wird spannend. Ich hoffe, uns erwischt niemand. Und vier. So, was geht hier ab? Okay. Boy, didn't you hear the bell? Dinner time. Why was there so much blood in there? Look, we have food here, but Danny and I still gotta do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house. So you see, nothing to worry about. Hm. Ja, aber wir sind deutlich aufgeflogen. Also das war schon sehr auffällig, dass wir dieses Ding da abgeschraubt haben. Was war denn da gerade für ein Glitch? Ja. Hm. Jagen, okay. Ist jetzt erstmal keine doofe Erklärung, finde ich. Back door after Walker got upstairs. Don't worry. That was a while ago and ain't been back inside since. Everybody sit down. I'll go get the meal. Oh, this is a delight. I could eat a horse. Where's Mark? Ja, wo ist Mark? I've already brought some food up. You just let him rest. Mind if I wash my hands first? Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around in the dirt all day. Ich denke, Lee hat dasselbe vor wie ich. Wir checken einfach mal, wie es Mark geht. Weil irgendwie, warum sollte der nicht zum Essen kommen? Warum ist da so viel Blut? Warum? Ja, viele Fragen. Viele offene Fragen. Komm her, komm, weiter. Ist gerade ganz komisch, welche Taste ich hier drücken muss, damit er weitergeht.
Stromkabel? Schranktür? Hä? Was war das jetzt? What the hell? Ist das Licht? Morphium? Kerzen, Handtücher, Medikamente, Mülleimer. Finde ich jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. So, ist hier Lee? Ne, wie heißt er? Mark heißt er. Wir sind selbst Lee. Blut? Der Schrank? Okay. Is that blood? So, jetzt habe ich wirklich ein langsam ungutes Gefühl. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir diesen Schrank wegschieben wollen. Mark ist auf jeden Fall nicht hier. Ich denke, ich weiß, wo wir ihn finden. Dann schauen wir mal, was hier los ist. Ach du Scheiße. Was zum Teufel? Mark. What the hell happened? Mike. Was ist denn hier los, Alter? Brothers. To your legs, man. Don't eat dinner. Verstehe ich das gerade? Clementine. Ja, Leute, also ich finde es jetzt nicht am wichtigsten, dass ich bin ja ein bisschen geschockt, Leute. Nicht davon essen. Don't eat that. Also ist das Mensch. Das. You find something? Oh, sit your ass down, Lee. This lady has made you a meal. Yeah, Lee. What's gotten into you? He just had a star. He could use some goddamn manners. Mark is upstairs with his fucking legs cut off. You're eating him. Gottes Willen. You're scaring the kids, Lee. Lee, what the hell is wrong with you? Don't indulge him, Lily. There's always something with this guy. Mom, I was eating that. Go upstairs and look. You'll find a guy with both of his legs hacked off. Boah, ich kotz gleich, ernsthaft. Das ist so widerlich. It's true. Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. We gotta think about living. Settle down, honey. Boy, ihr seid so krank im Kopf. Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. We think we can put that to the better. You're all sick. Sick in the head. Ja, sehe ich auch so. That's not a very nice thing to imply. Es war noch sehr nett für das, was ich eigentlich sagen will. We go after folks who were gonna die anyways, one way or another. Like y'all. Hol deine Waffe. Kenny, no. Nobody's going anywhere. We got lots of use for y'all right here. What the fuck? The fucking what? Put your guns down! We're walking out of here! Mommy, I don't want to die. Mommy, what if I eat? Am Arsch. We're screwed. Lee? Lee? Ich bring dich um. I'll kill you! Ist das Mark? Vor allem, die Aussage, er wäre sowieso gestorben, ist ja wohl sowas von lächerlich. Er hat einen kleinen... Oh. Oh.